Aufnahme läuft. Ist es das schon? Ja. Hui, Anschluss 3 gilt ja bei den Fans auch heute noch immer als der beste Fußballmanager aller Zeiten. Mhm. Hast du nie gespielt, wie? Fußball, ein Managerspiel und was weiß ich noch was. Dieses Spiel hat alles, was ich total bescheuert finde. Anstoß 3, das letzte Spiel von Gerald Köhler für Ascaron. Danach hat er die Fußballmanager für EA gemacht. Das ist halt auch wirklich auch heute noch ein Designer, der sich auch unglaublich für sein Spiel auch mal einsetzt und sich damit identifiziert. Der hat damals seinen Urlaub unterbrochen und ist zu uns in die Redaktion gefahren, weil wir gesagt haben, da sind noch Bugs drin. Ich habe gesagt, was? Und ist halt hergekommen und hat sich das bei uns in der Redaktion angeschaut, wo da das Problem liegt. Es liegt daran, dass es zu viele Excel-Tabellen sind, die dahinter liegen. Dabei war das eigentlich eher ein bunterer Vertreter seiner Sorte. Das stimmt, ja. Es ist auf jeden Fall der Höhepunkt der Anstoßserie gewesen und auf gewisse Weise auch der Höhepunkt der deutschen Fußballmanager. Geschichte, Historie. Da gab es immer diesen kleinen animierten Ball, der Grimassen geschnitten hat und animiert war, und das war irgendwie süß. 3D-Spielszenen, ein Novum für die Anstoßserie damals. Gab es zwar vorher schon bei Bundesliga 99, aber hier für die Serie ist es ein Novum. Das war dann schon ein bisschen mehr am eigentlichen Spiel dran als früher, wo du echt nur Textmodus gesehen hast. Vor allem waren die nicht vorberechnet. Früher gab es ja oft in 3D-Szenen, die immer gleich waren, also Torschuss oder Flanke oder Eckball. Und die waren halt echt. Also da ist richtig das passiert, was auch im Original passiert ist. Obwohl der Textmodus nach wie vor halt immer noch unfassbar spannend war. Also es ist unglaublich. Ja. Spannend. Für Deppen vielleicht. Oder Fußballspieler, was ja eigentlich dasselbe ist. Hat halt nur lang gedauert. Spiel dauerte 9 Minuten damals. Das war schon arg lang. Wer will denn 9 Minuten Fußball anschauen? Moment mal, ich gucke mir manchmal 90 Minuten Fußball an. Ich spinne. Nee, du Wahnsinniger. Das ist aber dann vorberechnet. Grundsätzlich finde ich das ganz interessant, weil ich interessiere mich auch für Fußball und so. Da entwickelt sich ja auch so eine bestimmte Eigendynamik. Nach einer kurzen Zeit merke ich, dass mir das dann doch zu weit weg und zu abstrakt ist. Und es erreicht nicht meine Seele. Ich muss es zugeben, es erreicht nicht meine Seele. Der Verkehrsgigant, der Nachfolger des Industriegiganten, nur mit weniger drin. Ja, in der Tat. Der Verkehrsgigant, so hat man mich ja auch genannt in meinem Beruf, den ich vor GameStar ausgeübt habe, in einer etwas anderen Sparte der Erwachsenenunterhaltung. Das war ein super Verkaufshit. Ja. Joe Wood hat damals damit eine Menge Geld verdient und ist an die Börse gegangen in dem Jahr, glaube ich. Aber ich habe Haltestellen gesetzt und Busfahrpläne organisiert. Das war die Zeit, wo Joe Wood bekannt wurde durch diese Giganten-Serie. Den Industriegigant, den Verkehrsgigant, dann kam der Industriegigant 2, dann kam der Transportgigant. Und das hier war das Schlechteste, glaube ich. So gigantisch war es nämlich gar nicht. Nee, war nicht so toll. Ja, wir hatten damals ja ein bisschen Stress mit Joe Wood, weil wir deutschlandweit die mit Abstand niedrigste Wertung gegeben haben mit 67%, weil wir halt gesagt haben, ja, so viel muss man da nicht tun. Das große, große Problem war, das war viel, viel zu seicht. Das war so ein Selbstspieler. Im Prinzip das Einzige, was man tun musste, war Bushaltestellen entlang von Straßen zu bauen. Ja. Du hast die Grundsätze gebaut, hast dann Kaffee trinken gehen können, hast einkaufen gehen können, hast die Welt erobern können, am Schluss bist du zurückgekommen, Szenario war gewonnen. Ja, einfach laufen lassen, ja, so ins Bett gehen und Millionär werden. Ja, so ist es. Oder so. Nicht? Nö. Bei mir schon. Ach, verdammt. Aber dabei war das Konzept eigentlich ganz clever, weil es so in der Mitte ist zwischen SimCity, wo du deine eigene Stadt baust, und Transport Tycoon, wo du zwischen Städten Verkehrswege baust. Und in dem hier baust du in einer Stadt Verkehrswege. Dabei ist das ja eigentlich so ein heißes Thema, ein ganz heißes Eisen. Ich meine, wer schimpft nicht jeden Morgen über öffentliche Verkehrsmittel? Oh ja. Ich auf jeden Fall. Das ist, da merkst du mal, was Stadtplaner im echten Leben für ein grauslicher Job ist, nur Bushaltestellen entlang von Straßen setzen. Das ist alles. Aber wenn du ein guter Stadtplaner bist, dann darfst du zumindest im Spiel Magnetschwebebahnen einbauen. Das ist natürlich, das hat ja nicht mal Bayern geschafft. Richtig, in 10 Minuten. Das Spiel ist 10 Jahre alt und bis heute gibt es keine gescheiten Magnetschwebebahnen. Ja, jetzt werden dann wieder irgendwelche Leute schreiben, aber in China und, und überall. Was weiß ich was. Ich meine ja, ich spreche ja von richtigen Ländern. Teil konnte 40.000 Bewohner simulieren. 40.000? Ja, ja gut, halt nur wie sie mit Bus fahren, aber immerhin.
Mick hat damals im Test geschrieben, wenn man die ganz großen Szenarien spielen möchte, braucht man 64 Megabyte Arbeitsspeicher. Ja, Wahnsinn, so viel Speicher hat heute mein Rasierer. Das Metal Fatigue war mein zweiter Einsatz bei GameStar und meine erste Reise in die USA nach Los Angeles. Ja, Metallermüdung, toller Name für ein Spiel. Das war natürlich auch die Vorlage für dumme Wortspiele. Das heißt übrigens Metal Fatigue, weil die Entwickler immer Metal gehört haben und dabei eingeschlafen sind. Ja, und ich bin auch schon nicht mehr so richtig wach. Aber es war immerhin witzig, weil es drei Ebenen hatte, nämlich unter der Erde, auf der Erde und über der Erde. Das ist schön erklärt, ne? So Orbitalebene, dann Boden wie hier und Untergrund. Das war, ich meine, damals das goldene Zeit der Echtzeitstrategie und das war eines der ambitioniertesten Strategiespiele seiner Zeit mit diesen drei Ebenen, die du gesagt hast. Dann Roboter, die du selbst zusammenbauen konntest aus Einzelteilen. Eine ambitionierte KI hatten sie dahinter. Sie hatten ein Erfahrungspunktesystem, wo du zwischen den Missionen noch aufsteigen konntest und so weiter. Aber es war ein Riesenflop. Drei Monate zuvor kam Earth 2150 und das war halt allein schon vom Missionsdesign und auch von der Grafik sehr, sehr viel besser. Das Ding hatte bewegliche Mauern. Und das ist, Entschuldigung, das ist ja die Erfindung des Rades und ich keine Ahnung, warum das die anderen Entwickler wieder vergessen haben. Wir haben damals einen riesen Bohai gemacht, als ich in Los Angeles war, weil da nämlich, die hatten den Mark Baldwin engagiert für die KI und das sagt jetzt in seinen Lesern überhaupt nichts. Das Baldwin, aber, Bruder. Das ist aber, nee, nicht der Schauspieler. Also. Weil, das war der Typ, der Empire gemacht hat. Empire ist ein bekanntes Strategiespiel aus den 80er Jahren. Ach, Empire, ja klar. Aber ihn kennt kein Mensch mehr. Und das war auch nicht so toll, weil so prickeln ist die KI jetzt auch nicht in dem Spiel. Es gab auch ein paar schöne Sachen beim Einheitendesign, also diese Roboter, die man da bauen und dann zerschrotten konnte und so. Also, du konntest mit einem Schwert Roboterarme abhangen. Du konntest dann Teile absprengen. Und dann gesagt, oh, der hat einen besseren Arm, Arm ab, neuer Arm dran. Das würde ich mir im echten Leben auch manchmal wünschen. Schau mal, nach Anschluss haben wir gleich nochmal ein Spiel, was absolut nicht Fabian-tauglich ist. Ja. Superbike 2000. Das hat mir damals gut gefallen, das hat mir Spaß gemacht. Damals ist EA auch wollte in den Markt der Motorradsimulation aufschließen, weil das so das einzige Segment war im Sport, was sie noch nicht erobert hatten. Das war der mittlere Teil, da gab es vorher noch ein Superbike 99 und das war's dann aber. Das war also Electronic Arts Abstecher in die Motorradrennspiele. Drei Stück davon, dann haben sie es wieder aufgegeben. Tolle Grafik, tolle Steuerung, tolle Präsentation, da hat alles gestimmt. Das war eine richtig fantastische Grafik. Das sieht nämlich jetzt noch geil, ganz gut aus, möchte ich fast sagen. Damals haben wir Stand in GameStar, die Strecken sehen beinahe fotorealistisch aus. Ja, weil Streckenposten am Rand stehen, war die Begründung. Ui, Hammer. Tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Auch heute noch. Wenn man weit genug weg sitzt. So wie wir jetzt. Ja. Und man hat ein ganz gutes Geschwindigkeitsgefühl. Dadurch, dass man so Schattenbereiche hatte, durch die man fuhr. Ich finde das echt schön, wenn Entwicklerteams so ihr Ding finden, weil das war Milestone. Die haben früher auch ordentliche Sachen gemacht. Da hießen sie noch Graffiti, da haben sie noch die Bleifußreihe gemacht. Ja. Aber irgendwann sind wir beschlossen, so, wir machen jetzt Motorradrennspiele und seitdem machen die nichts anderes. Das Problem ist bloß, dass natürlich heute größere Anforderungen sind und ja, das Team ist immer so klein geblieben, wie sie damals schon waren. Damals hat es gereicht, heute sind sie damit dann schon doch ein bisschen ins Mittelmaß abgerutscht. Also übrigens der Witz, heute beschweren sich alle Leute, dass Left 4 Dead 2 ein Jahr kommt nach dem ersten Left 4 Dead. Damals kam Superbike 2001 sechs Monate hinter dem ersten Teil. Es war auch eines der wenigen Rennspiele, ist bis heute eines der wenigen Rennspiele, das sich gut mit der Tastatur steuern ließ, weil du die Druckempfindlichkeit und die Sensibilität der Tastatur wirklich präzise einstellen konntest und so konnte jeder das wirklich seine individuelle Steuerung konfigurieren. Das war super. Und viel weiter verbessert haben sich Motorradrennspiele bis heute nicht. Jetzt wird es doch langsam langweilig. Na, fährt mal. Jetzt ist aber eh vorbei. Stimmt.